Nach dem heissen Sommer sind die Trauben da schon früher eingefahren als auch schon. Das Sauserfest in Balgach am Übergang vom August zum September war also goldrichtig in der Zeit. Dass es der Petrus ausgerechnet bei dem Fest regnen lassen hat, das war nach dem heissen Sommer zu verschmerzen. Traditionen pflegen, Treffpunkte schaffen, das Motto und die Vereine haben fleissig mitgemacht und Besucherinnen und Besucher auch. Balgach, ohnehin ein Schmucksdorf, hat sich von der besten Seite präsentiert, auch jetzt mit dem Regenwetter. 12 Vereine, 12 Menü, 12 Musikstil. Vielfältig also in jeder Hinsicht. Am Freitagabend dann die Degustation von 8 Weinproduzenten aus der Region im Rahmen von der Rheintaler Weindegustation. Das haben wir verpasst. Aber es ist ja besser, man probiert den Wein, als man filmt ihn. Nur ein Sauser, ja, der haben wir uns nicht entgehen lassen. Und darum sind wir zum Paul Hungerbühler in den Gewölbekeller eingegangen und haben einen aufgestellten Winzer angetroffen. Jetzt hocken wir in Erwartung von einem Haufen Leuten hier im Gewölbekeller hin. Ist das dein Keller hier? Zuerst einmal, lieber Hans, ich danke vielmals für das Interesse, das ihr habt am Sauserfest in Balgach. Und zum Keller müsste ich so sagen, dass der Keller natürlich schon lange gibt. Und dann hat Andreas Kalk, der Hausbesitzer, hat den übernommen. Hat ihn quasi befreit vom Verbot. Und jetzt sieht man das schöne Gewölb vielleicht. Das Steingewölb. Und hat dann eine Tafel hergetan. Quasi zu vermieten. Und dann bin ich mit dem Andreas Kalk dann einig geworden, dass ich den Keller am Sauserfest, am Weihnachtsmarkt und bei Degustationen kann einmieten kann. Also es ist nicht mein Keller, aber ich kann ihn einmieten. Und wir sind immer glücklich, wenn wir da sind. Das sehen wir da, gell? Du, wir sind beide ein heißer, hat natürlich einen gewissen Grund, gell? Dass wir ein bisschen heißer sind. Oder hängt das nicht mit Gästen zusammen vom Sauserfest? Auf jeden Fall hängen es mit Gästen zusammen. Also gestern hatte ich ein sehr sportliches Programm. Ich bin ja nebst dem, was ich Weinbau mache, noch der Bauer vom Heim Oberfeld. Und dort stehen wir natürlich bei Zeiten auf. Also wir haben die Melchte und Stahldienst. Also dann bin ich am 4.6. aufgestanden, am 6. im Stall. Und wir haben dann durchgeschafft bis heute Morgen um 3.30 Uhr hier im Gewölbekeller. Und das ist relativ sportlich. Und meine Stimme hat, glaube ich, ein bisschen gelitten unter dem. Aber selber fühle ich mich recht fit und bin dann froh, wenn es da wieder losgeht. Sportler bist du immer gewesen, gell? Und ein Workaholic natürlich auch, gell? Also, du bist aber auch ein Winzer, gell? Also, du hast hier natürlich noch einen Rebberg. Wie viel? Mehr als ein Hektar, gell? Ich habe die Rebberge in Balgach im 2006 vom Vater übernommen und habe dann zum Teil ein bisschen ausgebaut und jetzt aber auch wieder quasi ein bisschen zurückgebaut. Jetzt sind wir insgesamt mit der Fläche vom Vater sind wir bei 1,5 Hektar. Aber das sind ja 15'000 Meter, das gibt doch eine riesige Arbeit, oder nicht? Ich habe in allen Jahren, wo ich jetzt hier gearbeitet habe, habe ich recht viel investiert in die Anlagen, habe sehr gute Maschinen angeschafft, habe gute Gehilfen und so ist es eigentlich machbar. Aber es ist natürlich schon, ich würde sagen, ein sportliches Programm. Wir sehen den Gewölbekeller natürlich, gell? Den haben wir jetzt natürlich noch eingeblendet und wir hocken jetzt hier in einem Winkel hinein. Und links von mir, jetzt muss ich durchrutschen, da hast du irgendetwas da schon gerüstet, gell? Was ist denn das da? Das ist eigentlich der Sauser. Eben, das ist nicht Sauermost. Ah, nein, das ist Süßmost, gell? Das ist kein Süßmost, das sieht ein bisschen aus wie Süßmost. Der hat natürlich schon ein bisschen Sauerstoff aufgenommen, weil der ist jetzt schon zweitägig quasi als Saft, ist er da. Er hat schon ein bisschen Sauerstoff aufgenommen und die Trauben haben natürlich nach der Pressung auch ziemlich viel Trub. Wir haben den Trub ein bisschen gesondert, wir haben zweimal oben abgeschleuchelt, haben Hefe dazu getan und jetzt ist es frisches Sauser und die Leute lieben ihn. Wie war denn die Saison gewesen? Ein guter Sommer natürlich, gell? Jetzt regnet es ausgerechnet am Sauserfest, aber du hast ja gesagt, die Bauern haben gerne jetzt ein bisschen Regen und nass. Wie war der Sommer gewesen für die Trauben? Also der Sommer war sehr speziell. Wir haben vom April weg haben wir immer eine Art sehr trockene Verhältnis gehabt. Ich habe mit einem Kollegen in Safia, der auch Weinbau interessiert ist, dem Lukas Buchli, habe ich Bilder durchgewatzt und gesehen, wir sind die zwei Toskana. Und es war wirklich immer trocken gewesen. Wir hatten weniger Arbeit gehabt und die Trauben haben sich sehr gut entwickelt. Also wir haben auch schon die erste Weinlese hinter uns. Wir haben letzten Mittwoch haben wir gelesen. Wir haben Riesling Silvanen ernten. Genau so, wie wir wollen. Öchselgrad? Öchselgrad, 79 Öchsli, 6 Gramm Gesamtsäure, also eine ideale Ausgangslage für frischfruchtige Riesling Silvaner aus Balgach. Und übrigens, 79 Öchsli ist hier für die Region, ist echt gut. Öchsli ist eigentlich der Parameter für Zucker. Der hat nicht allzu viel zu tun mit Weinqualität. Aha. Und ich denke, in diesem Jahr wird es 79 Öchsli wird ein mittlerer Wert sein bei den Riesling Silvaner, weil die meisten drüber hängen noch. Und die werden auch über 80 gehen, aber
Bei mir ist es ja so, also bei der Weisswein habe ich ein grosses Sortiment. Ich habe, neben dem Riesling Silvaner habe ich sehr viel Johanniter. Ich habe Sauvignon Blanc, ich habe Pinot Gris. Und der Riesling Silvaner ist eigentlich so ein bisschen der Einsteigerwein, also der Aperowein, frisch, fruchtig. Und der soll gar nicht allzu reif sein. Weißt du, ich frage immer so laienhaft, weil ich bei Zweienfeld damals ja dort eine Tante hatte, ist immer im Möchsling angegangen. Es ist immer geheißen, dass langsam 85 geht, kann man gerne nicht ernten. Aber da glaube ich, ist es falsch verstanden in meiner Kindheit. He? Früher ist immer wirklich sehr fest um die Reifegrad gegangen, aber dort ist natürlich auch ein absoluter Knackpunkt gewesen. Früher sind die Sommer sind natürlich nicht so gewesen, wie jetzt die letzten Sommer gewesen sind. Also jetzt ist eigentlich eher so gewesen, dass man locker auf die Öchsel Grad kommt, wo man muss. Und früher sind die Sonnenscheindauern natürlich viel weniger gewesen. Und da ist zum Teil eine Zeitpartie gewesen. Also wenn du jetzt willst, ernten, dann kannst du ernten. Also dort ist dann immer darum gegangen, haben dann ein paar zusammen geerntet, oder? Und dann hat man immer müssen warten, dass alle haben können miteinander. Also du erntest schon dann allein und tust dann auch allein das auswerten? Also vom Erntezeitpunkt bin ich recht autonom. Ich arbeite einfach mit dem Kasper Wettli von der Schmied Wettli AG. Er ist der Junior, der im Keller arbeitet mit Leib und Seele. Mit ihm arbeite ich zusammen. Wir gehen die Parzellen anschauen. Wir schauen den Zustand der Trauben an, nehmen quasi die Messungen, wir schauen die Öchselgrade an, schauen die Türen an und dann entscheiden wir, wann. Also ist immer, die Entscheidung ist eigentlich zwischen dem Kasper Wettli und mir. Und dann, ja. Ja, und gell, Balgach, das drückt noch. Das ist eines der grösseren Weinbaugebiete im Kanton. Also, ich glaube, Melz ist noch, gell, Berneck ist noch, aber Balgach gehört auch zu den grössten, gell? Balgach ist meines Wissens auf der vierten Stelle. Ja, habe ich auch aktuell gemeint. Aber die Tal und Melz sind da die ganz grossen Gemeinden. Und die grösste Gemeinde ist natürlich Berneck. Die haben fast doppelt so viel Reben wie als die anderen Gemeinden. Jetzt heisst es immer ein bisschen, ja, es ist ein sauer, wie ich zu wenig Sonne und so weiter. Was heisst du zu dem? Also, wenn wir jetzt die Öchselgrade anschauen, können wir jetzt wahrscheinlich bei einem Riesling Silvaner über 80 Öchsel, das ist gar nicht möglich, dass man einen sauren Wein machen kann. Die haben auch nicht mehr viel Säure. Da wird fast das Problem sein, dass man fast zu wenig Säure hat. Und bei den anderen, wie Pinot Gris, Blauburgunder und so, da wird man in Balgach sicher mit Wert zwischen 95 und sagen wir jetzt mal 100 oder mehr Öchste sein. Und da ist sicher das Problem nicht, dass Zürich quasi dann überwiegt. Also das ist gar nicht möglich. Eben eine gute Qualität und alles natürlich auch dementsprechend perfektioniert, also was Kälteren betrifft, eine riesige Erfahrung, die dahinter steckt. Also da kann man sagen, Balgach ist wirklich ein gutes Weinanbaugebiet. Also du bist zufrieden. Also Balgach gehört sicher zu den Top-Weinanbaugebieten im Rheintal. Es ist sehr prädestiniert, vor allem weil die Rebhänge, die haben wirklich vom Morgen bis am Abend haben die eine volle Sonnenscheindauer. Wir haben gute Böden zum Weinanbauen. Und was einfach in Balgach vielleicht noch ein bisschen hinten drin ist, wir haben sehr viele alte Weinstöcke. Genau. Es gibt viele Rebbauern, die mit alten Weinstöcken arbeiten. Und diese Weinstöcke sind eigentlich eher gemacht, um ein bisschen grosse Mengen zu machen. Und jetzt wird man eigentlich ein bisschen kleinere Mengen und ein bisschen vom Kalt her vielleicht ein bisschen die höheren Qualitäten. Aber es sind natürlich auch die grossen Weingüter wie das Weingut Schmiedhaini, die sind gehörig am Remontieren. Ich bin quasi recht am Rebstück auswechseln und ich denke, von Balgach wird man noch hören. Eben, also auch in Zukunft. Gell? Wir haben ja bedische graue Horde und noch ein bisschen weniger Zeit. Dann hat es geheißen, ja, die sterben bald aus, die Winzer. Aber ich glaube, so ist es überhaupt nicht. Gell? Ich denke, die kleinen Parzellen wird schon in Zukunft ein bisschen schwierig. Aber die Winzer werden auf keinen Fall aussterben, weil wir haben da wirklich ein sehr gutes Produkt. Und wir müssen, ich denke, es muss einfach jetzt, irgendwann muss irgendein Schritt passieren, dass vielleicht auch die Bevölkerung den Weinbau wieder ein bisschen mehr wahrnimmt. Ich denke, dort haben wir schon die letzten Jahre ein bisschen verloren an dem. Ja. Also, und ich denke, das Hausfest ist sicher ein sehr guter Anlass, um auch die Bevölkerung wieder für den Weinbau ein bisschen zu gewinnen. Und natürlich einer wie du, der wirklich mit vollem Engagement dahinter steckt. Weil, ganz ehrlich gesagt, was du jetzt hier machst, jetzt in dem Keller drin und bei Winzer, also reich wird man nicht, das ist eine zünftige Schafferei, gell? Reich an Erfahrung wird man auf jeden Fall. Gell? Weil jedes Weinjahr ist anders, oder? Ja. Und man überlebt es, oder? Ja. Es ist ja auch so, der Winzer ist dann sehr viel am Arbeiten, der Winzer und der Landwirt, und dann hat man auch ein bisschen weniger Zeit, zum Geld auszugeben. Meinst du selber mal da? Hättest du es rausgelassen? Ja, okay. Ja, machen wir, hä? Also, der wäre der Sauser vom 2018.
Das hast du extra gemacht, das, gell? Auch für das Fest natürlich. Ja, das haben wir extra gemacht für das Sauserfest. Helin, was machst du jetzt da? Ich helfe Paul heute im Gewölbekeller beim Ausschenken von seinem feinen Wein und Sauser. Ja, und du hilfst mir ja vorher gemerkt, gell? Du sagst auch, wo wir Bänkster herstellen, genau. du machst so ziemlich das alles da, gell? Also, Paul, gell? Es braucht immer eine Frau irgendwie an der Seite, gell? Nur der Wein allein lange nicht. Also, Helin ist meine liebe Freundin, muss ich so sagen, und ich bin wahnsinnig froh um ihre Hilfe. Sie macht die ganzen Dekorationen, sagt, wo die Tische herkommen. Ja. Und sie tut natürlich alle Gäste mit einem Lächeln bedienen. Ja. Das kann man wohl laut sagen. Und weil ich muss filmen, prosten ihr doch einmal. Weil ich muss filmen, prosten ihr mal miteinander. Da würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt. Mikrofon in den Sack und dann geht's los. Also, Sturm, haben wir da. Sturm? Sturm, sagt man dann. Genau. Ja, nicht. Ein wunderbarer Sauser, das kann ich euch versichern. Apropos Sturm. Sturm hat es Gott sei Dank trotz Regen auf der Straße gegeben. Besucherinnen und Besucher sind gekommen. Die 12 Vereine haben aber auch wirklich alles gegeben. Dort Landfrauen mit Kürbissuppe, Gulaschsuppe bis hin zu Torten. Dann aber hat es Spanferkel gegeben. Es hat Schnitzel gegeben, Würste gegeben. Es hat Öpfelküchle gegeben. Also was das Herz begehrt an dem Sauserfest. Und natürlich eben immer in diesen Gassen von dem schönen Balgach natürlich ganz etwas Spezielles. Ja, und dann natürlich hat das Sauserfest auch Auswärtige angelockt. Hier zum Beispiel eben der Stefan Britschki von Diepelsau und Gemüse. Das Sauserfest ist Tradition, ist alle zwei Jahre da. Und wir als Nachbargemeinde fühlen, also ich fühle mich mindestens verpflichtet, dass wir es schauen gehen. Und es ist immer ein guter Treffpunkt. Fest, das ist jetzt leider regnerisch, aber der Friedrich Hundertwasser hat mir gesagt, Regentag, das gibt die schönen Farben. Und Balgach ist und bleibt ja wirklich eine wunderschöne Gemeinde. Hat gerade jetzt ein Ranking Nummer 1 von der Rheintaler Gemeinde bekommen. Und ich glaube nicht nur wegen dem Steuerfuss, oder? Silvia Troxler? Nein, natürlich nicht. Also ich denke, wenn man mal ein bisschen Balgach besucht ist, dann sieht man, wie Balgach ein wunderschönes Ortsbild hat. Es ist in der Natur und es lädt einfach ein, um hier auch zu wohnen und zu leben und zu arbeiten. Und hinter ihnen sind jetzt die Redberge natürlich. Die kann man natürlich, wenn es schön wird, schon ganz anders wahrnehmen. Da gibt es auch den höheren Grintal, man kann durchlaufen, da kann man die alten Häuser anschauen. Wirklich wunderschön in Balgach. Aber der Wein ist, glaube ich, dermal, die Trauben sind, glaube ich, dermal wirklich sehr, sehr gut gereift, oder? Die sind wirklich gut gereift. Ja, auch kein Wunder, weil das Jahr ist ja sensationell gewesen in Bezug auf Wärme und Hitze. Hat aber auch Herausforderungen gebracht, in dem Sinn, dass die Trauben sehr stark auch gepflegt werden, gewässert werden. Und ich glaube, viele sind sehr, sehr zufrieden mit dem Resultat. Obwohl ich mir sagen lassen, eine tiefe Öchslizahl wie sehr eine hohe Öchslizahl stellt Herausforderungen dynologisch. Genau, das hat mir gerade auch der Paul Hungerbühler gesagt. Ja. Genau. Sie sind im 6. Jahr Gemeindepräsidentin von Balgach. Also, Sie kennen sich schon recht gut aus. Tun Sie privat auch noch ein bisschen winzern? Nein, nicht mehr. Ich hatte mal 72 Rebstöcke, aber leider reicht die Zeit nicht dafür. Aber hin und wieder nennt Sie einen Sauser ins Auto. Der mal auch wieder? Nein, der mal sicher nicht. Aber ich habe gern ein Gläschen Wein. Und dann hat es mal den Sauser im Auto drin, hat es noch verjagt? Ja, genau. Ich war ein bisschen unbedacht, an dem im Auto lassen. Und dann ist es ein bisschen warm geworden und gärig. Und alles hat dann dazu geführt, dass eben die Flasche nicht mehr ganz so war, wie sie hätte sein sollen.
Balgach, ich glaube, auch Ihre Post als Gemeindepräsidentin, das macht Ihnen Spass. Das merkt man irgendwie schon, wenn Sie reden. Das ist irgendetwas, wo Sie mit Feuer und Flamme machen, wo Sie drin aufgehen. Ja, also ich denke, ich lege sehr viel Herzblut drin. Das ist eine wunderschöne Aufgabe. Balgach ist auch eine sehr schöne Gemeinde. Wir haben, wie gesagt, eine Tradition in dem Sinne, eben zum Beispiel einen alten Dorfkern mit sehr schön renovierten alten Häusern, die unter Schutz stehen. Wir haben aber auch ganz viel Industrie mit sehr attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Und das alles ist eine spannende Kombination. Und wir leben natürlich auch in einer Zeit mit ganz viel Veränderungen. Eben Zunahme der Bevölkerung, rege Bautätigkeit. Und das sind natürlich Herausforderungen, die man meistern muss als Gemeinde. Und es gibt aber auch sehr, sehr spannende Projekte. Und das mache ich ganz, ganz gern. Sehr viel Bautätigkeit, sehr grosse Herausforderungen. Und natürlich, wenn man einmal ganz gut war bei den Steuern, jetzt beim Ranking, heisst natürlich auch, erster Platz ist immer schwierig. Das muss man dann auch halten können. Also ist auch ein gewisser Stress dahinter, dass man das kann halten kann, was man jetzt hat natürlich. Nein. Ich glaube, gerade so Rankings, das ist ja von einer Zeitschrift, die muss man auch mit einer gewissen Vorsicht anschauen. Und ich glaube, manche Gemeinde hat ganz schöne Seiten auch. Selbstverständlich freuen wir uns als Balgach über so einen Platz, aber es gibt ganz viele Punkte, wo man muss schauen, eben wie kann man eigentlich Gemeinde Attraktivität, also weiterhin attraktiv behalten. Und wenn man sich nach den Rankings würde ausrichten, ich glaube, dann würde man, sich vielleicht auf etwas fokussieren, wo nicht so wahnsinnig im Fokus stehen. Wenn man es so hinten rein schaut, da sieht man vor allem jetzt Nürsch und Schmidheini, also die werden plakatet. Aber ja. Es ist doch mehr als nur Nürsch und Schmidheini, die hier kältern und hier anbauen, oder? Ja, es sind ganz viele Private, die auch die Reben natürlich, die eigene Reben haben, die auch pflegen tun. Und die tun teilweise die Trauben auch dann halt Nürsch und Schmidheini gehen zum Kältern, ja. Eine letzte Frage. Was ist so Ihr grösster Wunsch jetzt für Sie als Gemeindepräsidentin von Balgach? Mein grösster Wunsch ist natürlich, dass Menschen, die hier leben, auch zufrieden sind. Dass sie auch zufrieden sind mit der Arbeit, die der Gemeinderat macht. Und dass wir natürlich können, die Lebensqualität, die wir hier haben, sei das eben mit einer Qualität zum Wohnen, aber auch zum Arbeiten. Es ist ja ein Ganzes, was es ausmachen tut, dass man das weiterhin behalten kann und dass wir für die Menschen, die hier sind, weiter attraktiv sind.